Liebe Genossinnen und Genossen, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier als Gast sprechen darf. Wer mich noch nicht kennt, bekannt bin ich eher unter dem Begriff Hartz-IV-Rebellen, eine ehemalige Jobcenter-Mitarbeiterin, die zunächst intern das System kritisiert hat, dann an die Öffentlichkeit gegangen ist und anschließend aus dem System geflogen ist, natürlich aufgrund der öffentlichen Kritik, mit Hilfe der Linken eine Petition gestartet hat gegen die Sanktionen, wo wir bundesweit über 90.000 Unterschriften erreicht haben. Dann ein großer Erfolg für die Petition. Dann, und warum stehe ich jetzt hier? Einmal, um die Linke zu unterstützen, und dabei möchte ich mitteilen, dass ich inzwischen auch Mitglied bin bei den Linken. Dann, weil das muss drin sein. Weil die Linke ist die einzige Partei, die ganz klar sagt, Hartz IV muss weg, die Sanktionen müssen weg, eine repressionsfreie Mindestsicherung. Keine andere Partei stellt sich dem entgegen, dann also müssen wir als Linke ran. Keine Reform wie das sogenannte vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt oder auch im Volksmund Hartz IV genannt, hat bis heute mehr politische Brisanz und Diskurs erfahren. Dieses Reformpaket nimmt seinen Einzug bis in die intimsten Sphären der Familien dann und der Leistungsberechtigten. Hartz IV führte, wie Schröder 2005 sagte, bisher zum größten Niedriglohnsektor in Deutschland. Die atypischen und befristeten Jobs stiegen an, dann und die Arbeitnehmer, die für die gleiche Arbeit immer weniger verdienen, stieg ebenso an. Hartz IV hat die Massenarbeitslosigkeit nicht vermindert, sondern nur zusätzlich bestehende Arbeitsplätze prekarisiert. Über die monatlich beschönigten Arbeitslosenzahlen, liebe Genossinnen und Genossen, glaube ich, brauche ich kein Wort mehr verlieren. Das ist eine Farce, das ist eine Veräppelung der Öffentlichkeit mit Hilfe auch der Medien. Das Lohndumping wurde vorangetrieben, die Angst um den Arbeitsplatz verstärkt und die Betroffenen in eine entmündigende Zwangsbetreuung getrieben. Unterstützt wird das auch durch die derzeitigen Jobcenter, die immer noch den Duktus haben, irgendeine Arbeit annehmen, sei sie noch so prekär, sei sie noch so schlecht, als Stammgast im Jobcenter oder in der Arbeitsagentur zu bleiben. Mit Hartz IV ist jede Tätigkeit zumutbar geworden, unabhängig davon, ob der Mensch das psychisch oder überhaupt auch physisch leisten kann. Wer sind die Gewinner? Die Gewinner sind die Unternehmer, die von steigenden Profiten und Renditen profitieren. Verdanken haben wir das der SPD und den Grünen, dann, die in diesem Land eine Abkehr vom Wohlfahrtsstaat bis hin zum neoliberalen Workfare-Staat betrieben hat. Ich brauche keine Entschuldigung von irgendeinem SPDler oder einem Grünen. Ich brauche keine Entwürfe, wie man die Arbeitslosen, die Erwerbslosen besser betreut. Ich brauche eine radikale Abkehr und eine klare Aussage, Hartz IV muss abgeschafft werden, liebe Genossinnen und Genossen. Langfristige Lebensplanungen sind unter Hartz IV nicht mehr möglich. Bisherige Lebensplanungen müssen umgeworfen werden. Und das macht auch bisher vor keinem Berufsstand mehr inzwischen Halt. Die Jobcenter mutieren hier zu einem exekutiven und legitimierten verlängerten Arm unserer Regierung. Eine verheerende Folge ist die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen. An der stagnierenden hohen Anzahl der derzeitigen Aufstocker von rund immer 1,3 Millionen können wir davon ausgehen, dass diese auch weit gefasste Zumutbarkeitsregelung und die Erpressbarkeit durch die scharfen Sanktionen in Hartz IV um eine Verschiebung der sozialen Sicherheit handelt. Die Folge daraus ist ein System voller innerer Widersprüche, welches die Menschen entrechtet, entmündigt und zur politischen Passivität anleitet. Immer weniger Menschen beteiligen sich an Wahlen. Wir haben das gesehen in Bremen, wir haben es gesehen in Hamburg. Umso mehr ist es erfreulich, dass in Bremen als auch in Hamburg die Linken dazu gewonnen haben.
Sanktionen haben immer etwas Disziplinierendes und Kontrollierendes. Das heißt, die Folge daraus ist Sanktionen abschaffen und Hartz IV abschaffen. Über das emanzipatorische Grundeinkommen wurde ja gestern ausführlich debattiert, und wir als Linke sollten dieser Diskussion nicht aus dem Weg gehen, sondern vielmehr befeuern. Dann, und nur durch das BGE kann die durch Hartz IV deformierte Gesellschaft wieder ihren eigentlichen Aufgaben nachkommen. Fertig? Okay. 5 Minuten sind leider schon rum. Ich habe schon schnell gesprochen. Ganz kurz Abschluss. Das muss drin sein. Die Kampagne heißt für mich auch Netzwerke bilden, sich zusammentun, als Linke auftreten, vor Ort, vor den Jobcentern, vor den Arbeitsagenturen, vor den Trägern, dann in den Fußgängerzonen, gemeinsam, als Kollektiv, und zwar im Sinne linke Politik, 100% sozial. Das muss drin sein. Vielen Dank.